Moin miteinander. Ja, wegen Ehrenscheid für Dö und da sind wir bei so einer Aktion. An dieser wegen Ehren ist die Vorradtour von Dörp zu Dörp. Tegen mich steht Nina Otto von der Touristinfo von uns gemein. Nina, du hast die Hellsorg mit vorbereitet. Was passiert Sonntag? Ja, also am Sonntag laden die Gemeinde Ilo, aber auch die Gemeinde Große Feen, Hesel und Marmerland gemeinsam zum Fahrradaktionstag von Dörp zu Dörp ein. Und wir laden letztendlich alle Menschen ein, die gerne Fahrrad fahren und die Umgebung näher kennenlernen wollen, die Nachbargemeinden. Genau, und das findet am Sonntag in der Zeit von 9:30 bis 18 Uhr statt. Genau. Und man kann aber auch um Tain anfangen oder um Elm, also da gibt es nicht ein bestimmtes Startpunkt oder Uhrtit. Nein, also niemand ist an eine Uhrzeit gebunden und man ist auch nicht daran gebunden, an einer bestimmten Stelle anzufangen, sondern jeder kann so einsteigen, wie es für ihn am besten passt und kann auch so lange fahren oder die Strecke so gestalten, wie es für ihn dann am besten ist, genau. Die Aktion ist ja Dorf für Dörpen zu verbinden, da meint ihr ja von Dörp zu Dörp. Genau. Die besondere Verbindung ist ja über das Fähnchen Deib. Genau, also über das Fähnchen Tiefe haben wir an dem Tag dann auch wieder eine Pontonbrücke, damit man dann auch als Fahrradfahrer gut und sicher fahren kann und kann dann am Fähnchen Tief, am Ippenwarf, das Fähnchen Tief überqueren. Ja, und dann hoffen wir natürlich bald, dass eine Joa-Drucken-Querung dauerhaft ist. Im Kiekenboden. Ja. Ja, und hier in Ilo und auch in der anderen Gemeinde gibt es so Stempelstellen. Halt, da kann man dann anstüren und dann das kriegt ist man richtig, Stempel. Richtig. Also wir haben insgesamt 17 Stempelstationen und hier in Ilo sind es unter anderem das Matteo am Iler Meer, das Klostercafé, das Sand- und Waterwerk in Simonswolde und das Schlägmuseum in Riepe. Und dort bekommt man dann als Fahrradfahrer jeweils einen Stempel, den man sammeln kann an dem Tag. Und wenn man mindestens 5 Stempel hat, kann man dann auch anschließend an einer Verlosung teilnehmen, indem man die Stempelkarten an einer Stempelstation einwirft. Mhm. Es ist nicht Ziel dieser Veranstaltung, alle 17 Stempelstationen abzufahren, sondern einfach einen schönen Tag zu verbringen und vielleicht Gastronomiebetriebe oder auch andere Betriebe, so wie es auch das Sand- und Waterwerk ist, kennenzulernen, weil man das selber noch nie gesehen hat. Ja, aber ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen, wieso wir haben das von da auch, ich weiß das ja nicht. Nee. Ich glaube, es ist nicht heil sogar ansicht, aber ich glaube, man kann trotzdem unterwegs gehen und auch Spaß haben und das ist ja auch die Absicht, auch nicht allein zu fahren in solche Gruppen, Vereine, Clubs. Und ich glaube, dann auch, kann man halbwegs Spaß daran haben. Richtig. Und wir sind ja nicht aus Zucker hier in Ostfriesland. Deswegen können wir den Regen wohl auch trotzen, genau. Sollte es so kommen. Ja, ich bin gespannt, wo für so Binane kommen. Und wünsche natürlich allen, die da mit vorn halbwegs Plaisir. Und besten Dank an die und all die anderen, die mitholten haben, das zu organisieren. Sehr wir werden sein, dass möglichst völlig über Rad kommen. Ja, wir haben den Moment mal warm und nur von da auch an Donnerstag staue ich hier an Ile Meer. Gegen mich steht Arne Lehne. Arne ist Mester an HTG. Und hier von da auch an Ile Meer ist nicht bloß ein halbes los. Hier ist auch wieder was Besonderes, was hier stattgefunden hat. Arne, was war es hier von da auch? Ja, genau. Wir haben heute Vormittag ein Kanu-Polo-Turnier gespielt im Rahmen unseres Erasmus-Projektes. Das heißt, diese Woche haben wir Gäste aus Holland und Belgien und so weiter zu Gast und haben ganz viel Sport gemacht. Ja. Und Erasmus, das ist so ein Austauschprogramm für Schüler und Studenten. Ne? Genau, richtig. Das wird von der Europäischen Union finanziert und unterstützt. Und wir machen das schon mehrere Jahre und dass wir immer mit Partnerschulen gewisse oder unterschiedliche Projekte anschieben und die dann auch durchführen. Genau. Und wo viele Schülerinnen und Schüler sind nur dort, in Holland und in Belgien? Also wir haben 42 Schüler im Moment hier, die an diesem Projekt, an den Olympischen Spielen, an unseren Olympischen Spielen teilnehmen, zu Gast. Und wie gesagt, die kommen aus Holland, Belgien, Spanien und von 2 deutschen Schulen und von unserer IGS IDO. Ja. Und das bürstet hier natürlich an. Hier an Ile Meer kann man alles machen. Unterbrochen sind die im Gästehaus? Genau, das ist im Prinzip ja unser olympisches Dorf. Im Gästehaus sind alle untergebracht und ein paar Lehrerinnen sind drüben noch in der Ferienwohnung untergebracht. Ja. Und versorgt werden wir von Matteo. Also wir haben alles, alle Sportstätten, wir haben alles direkt vor der Nase. Genau, also braucht wir nicht näher bauen. Wir haben die olympische Spiele, Städte hier wie vor Ort sozusagen. So, bei unseren Gästen sorgt unsere Anlage für sehr großes Staunen und sehr, sehr große Augen und auf jeden Fall. Ja, moi, dass wir das haben.
Und Jäger und ja auch nochmal auf Tour, dann wäre das nächste Level. Genau, richtig. Also wir haben jetzt ja 5 Sportarten angeboten und im September geht es in Belgien weiter und dann werden da 5 andere Sportarten angeboten. Ja, dann und dann werden auch andere Schüler daran teilnehmen, sodass es so ein bisschen so eine gewisse Abwechslung da drin ist. Genau. Und dann also auch eine Gruppe von uns Schülerinnen und Schüler und dann nach Belgien. Genau, die fahren mit nach Belgien. Nächstes Jahr werden wir dann auch mit denen nach Madrid fliegen, um dann zur Partnerschule nach Utebo zu fahren, genau. Um auch dort Sport zu machen. Ja. Die haben ja letztens Schulfest und da Herzog der Erasmus-Projekt auch hier vorgestellt. Da werden letztens in Dänemark läufig. Richtig, das ist ein weiteres Projekt, das wir haben. Also momentan machen wir 2. Einmal so ein meeresbiologisches Projekt und einmal ein sportliches Projekt. Mhm. Und wir haben uns natürlich da gleich für ganz stark gemacht, weil wir wussten, dass wir hier geniale Bedingungen vor Ort haben. Ja. Wo lang mag jeder da? Kann man das sagen? Ja, also ich glaube, europäische Austauschprogramme haben wir mittlerweile, die älteren Kollegen werden es wahrscheinlich besser wissen, also bestimmt 20 Jahre. Ja. Immer wieder mal, ja. Ja, das finde ich ist ein heilmoe Sorg, dass die HTG, das IGS, also nicht bloß hier so in Eigensaft ist, sondern auch dieser Austausch auf europäischer Ebene hat. Ja. Wir merken das ja just im Moment, wo angespannte Situation in Europa ist. Ich glaube, der beste Mittel dagegen ist, dass der Jugendlichen von vornherein Kontakte haben und mitkriegen, wo dann in andere Länder läuft und dass man auch anders leben kann, als wir leben und trotzdem miteinander umgehen kann. Genau, das ist also eine bessere Möglichkeit gibt es nicht. Auch wie die Jugendlichen sich hier kennengelernt haben, die haben gleich am ersten Abend hier gemeinsam Beachvolleyball gespielt, haben sich auf Englisch verständigt. Mhm. Wohnen in den Zimmern auch gemeinsam mit Schülern aus Spanien oder Holland. Das ist also alles gemischt. Mhm. Und sie haben sich hier, wie gesagt, das erste Mal gesehen und kennengelernt. Und es ist eine ganz tolle Stimmung. Ja. Ich bedanke mich bei dir und auch anderen, die da hier möglich machen. Das ist ja nicht mit normalen Unterrichter verglichen. Genau. Du hast ja gesagt, du bist praktisch der Heildauer jetzt im Moment hier in Bonn unterwegs. Ist nicht Schluss. Richtig, genau. Aber es ist mal, dass ich auch immer Lüfe finde, das machen. Besten Dank, Arne. Ja, dafür nicht. Und beim nächsten Mal antworte ich bestimmt auch auf Platt. Ja, das kann man ja auch noch lernen. Ja, alles klar. Okay. Bedankt. Jo. Letztes Wochenende haben ja noch mehr Veranstaltungen stattgefunden. Taus Gemeinjubiläum in den verschiedenen Ortschaften. Da werden ein heilmoe Sorg und die sind Bienen angekommen. Und man kann spüren, die Willen auch gehen wir mal zusammen staunen, miteinander broten und vielleicht auch ein Berg miteinander trinken. Der hat mir gut gefallen und nun kommen wegen Jan ist außer dieser Radveranstaltung von Dörp to Dörp auch noch eben in Rieb und Ochtelburen Veranstaltung. Riebs, da haben wir klingt sogar mit in. Und in Barstee und Westenloch ist auch noch was. Ja, und das ist so das letzte Warmlopen für das große Jubiläumswegen Jan, was wir dann von 1. Bedaden Juli haben. Dann bauen wir hier bei Drautus Aal groß ab, ein Telt, Hüpfburgen und so weiter. Und da wird dann nochmal ein richtig großes Fest, abends, Sonntagabends, wie an Ile Meer, ein großes Open-Air-Konzert. Also wir werden nochmal das so richtig krachen lauten. Da freut mich nur all heil durch dich ab. Und bis dahin, halt ihr munter und gesund.